Hallo, hier ist endlich Teil 4 der gefrorenen Momente. Jetzt geht's mal endlich weiter nach langer Zeit. Viel Spaß. Feuriger Wein. Sir Mason saß in seinem roten Ohrensessel. Links prasselte ein gemütliches Kaminfeuer neben ihm. Sein Haar war ausgeblichen, aber der Rest seiner Erscheinung edel und autoritär. Er hatte Millionen auf einem Schweizer Nummernkonto, die er wohl auszugeben wusste. Seine Villa, in der er sich nun befand, war die schönste in der ganzen Stadt. Er hielt ein Weinglas in seiner rechten Hand und schwenkte den darin enthaltenen Rotwein genüsslich umher. Seine kalten Augen fixierten die Spiegelung des Kaminfeuers im Glas. Seine Gedanken drifteten ab. Aber sofort wurden sie von einem lauten Knack des Feuers zurückgeholt. Noch immer auf das Weinglas starrend, sah er die Silhouette eines Frauenkopfes. »Ah, seid ihr endlich gekommen? Ich warte schon eine Weile auf euch. Lasst ihr eure Helfer immer so lange warten?« Kalt und ungerührt antwortete sie: »Du bist nichts als eine weitere Schachfigur in meinem Spiel. Ich bewege dich, wie es mir gefällt. Also hüte deine Zunge.« »Sicher, sicher. Aber wie wollt ihr den Plan vollenden, wenn ich euch nicht mein Machtnetzwerk zur Verfügung stelle? Ich habe fast jede wichtige Institution auf der Welt unter meiner Kontrolle.« »Ich bin älter als die Sünde, Sir Mason. Ich bin durchaus in der Lage, euch gefügig zu machen. Schmeckt euch der Wein?« Auf diese Frage war er nicht gefasst. War der Wein vergiftet oder war es nur wieder eines der üblichen Spiele, die er von dieser Lady kannte? Liebevoll nannte Sir Mason sie seinen schwarzen Feuerengel. Er hatte die Beschwörung in einem alten Buch gefunden, das in der Bibliothek seiner Familie zu modern begonnen hatte. Das Ritual war lang und kompliziert gewesen, aber er hatte sie beschworen. Diese Dame war zur Säuberung berufen. Eine neue Weltordnung würde entstehen und Sir Mason an der Spitze. Seit einigen Stunden tobte ein Energieband in der Welt und er war dafür verantwortlich, dass die Lede es freisetzen konnte. Sie war die Quelle der Zerstörung und tilgte nun alle wertlosen Menschen von der Erde. In etwa noch 10 Minuten... und das ausradierende Band wäre auch hier. Sir Mason war darauf vorbereitet. Es war nötig zu vergehen, um dann neu zu entstehen. Jetzt mischte sich der flammende Engel wieder ein. »So denkst du dir das also?« Sie brach in schallendes Gelächter aus. »Niemals, Mason, niemals wirst du die neue Welt beherrschen, denn ich bin die einzige Wahre. Nur Auserkorene werden von mir neu geboren, und du gehörst nicht dazu. Ich bin das Alpha der Vernichtung und werde dein Omega sein.« »Aber ihr könnt euren Beschwörer doch nicht betrügen.« »Du hast mich nicht beschworen. Du hast mich freigelassen, mehr nicht.« Wie ein eisiger Speer drangen ihre Worte in sein Bewusstsein. Er hatte keine Macht. Er war hilflos. Jahrelang gehorteter Reichtum, ausgeklügelte Pläne. Und das nun, um einfach zu vergehen, ohne wahre Macht zu besitzen? Die dunkle Welle war da. Gleich würde er vom Band erfasst werden,
Das Weinglas in seiner Hand zersprang und damit auch das Gesicht im Feuer. Er war allein. Nicht einmal der Tod würde es wagen, in die Nähe des dunklen Ereignishorizonts zu gelangen. Sir Mason war reich, einflussreich und verblasste einsam. Nur ein schmerzlich erkennender Hauch von Bewusstsein ging noch durch die Luft. Sie braucht negative Energien. Und ich habe sie ihr beschafft. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, hoffe ich doch.